Also ihr könnt es gerne machen. Na, ihr könnt es gerne versuchen. Kein Problem für euch. Also wenn ihr jetzt... irgendwelche Monster braucht, könnt ihr jetzt sogar welche hier direkt anwerben. Ist halt nicht so einfach. Aber ich meine, aber diese Höllenhornisse hier, die sollte eigentlich recht einfach sein, oder? Mein Gott, die ist so klein. Weil die haben wir schon mal. So, wir machen jetzt einfach mal was. Wir probieren jetzt einfach mal aus. Boah, hoffentlich die Abwehr. Aber ich finde das doof, dass die, dass es mit der Abwehr nicht funktioniert hat. Wir brauchen unbedingt Fokus-Symbolen. Kann man das irgendwann kaufen? Ach, der ist tot. Ich wollte ihn eigentlich versuchen anzuwärmen. Ah, gut. Dann versuchen wir jetzt mit den Knüppelaffen nochmal. Und wir sind jetzt ein bisschen stärker. Mein Gott, 12%. Ach, du bist doch ein Dover. Die Lage wird analysiert, okay. Dann probieren wir es noch einmal. Ach, komm schon. Du bist doch doof. Naja, gut. Naja. Ich glaube, ich brauche hier auch nicht wirklich viel anzuwerben. Ich habe auch... das bringt wahrscheinlich gar nichts. Aber wir werden jetzt erstmal... okay, dann setze mal Kraft blockiert den Weg. Oh. Jetzt sind hier andere Monster. Okay, jetzt haben wir Normalschleim und Blasenschleim. Also hier Blasenschleimkönig. Was hast du vor? Willst du weg? Okay. Also hier gibt es wirklich verschiedene Monstersorten. Also ich glaube, so gibt es hier sogar alle. Ah, hier geht's weiter. Kann man hier... ach, man kann ja auch sehen, wo es weitergeht. Oh mein Gott. Ich sehe es gerade auf der Karte. Warte mal. Gibt es auch einen Zugang? Können Reiter dich hier nur suchen. Tatsächlich, es gibt einen Zugang. Ah, hier gibt es Schakale. Cool. Und ihn hier. Okay. Pseudomacho gibt es also auch. Okay, das Vieh kann man ja auch selbst synchronisieren. Also ich glaube, das haben wir sogar. Ich glaube, das haben wir sogar. Nee, wir haben es nicht. Okay. Pazuzu. Aus dem Pelzprimaten kann man den rausholen. Naja. Ah, okay, Abwehr-Drop. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir ja ein Pazuzu. Die 6%. Ah, Alter. Das sieht immer so schwach aus. 14%, das ist einfach gar nichts. Naja, gut. Wow, Hit.
übertreib nicht, ja, übertreib nicht. Rein theoretisch ist ja das nur der Bonusteil, ne? Aber ich werde schon einiges an Bonus rausbringen. Also, wir haben ja noch einiges vor uns. So, welchen Weg will ich jetzt eigentlich gründlicher erforschen? Ich glaube, wir gehen wieder mal hier lang. Ich glaube, jetzt gibt es neue Monster? Naja, okay. Oh mein Gott, hier gibt es einen Alligator. Oh mein Gott, die gibt es hier. Kann man sich direkt anwärmen. Oh, eine miese Katze. Hallöchen, miese Katze. Okay. Ich will mal gucken. 4%. 7%. Kriegen wir immer noch 10%? Nee, nicht mal. Nur 9. Leo, mein Freund. So. Jetzt schauen wir mal. Wir haben jetzt 9%. Ohne irgendwie Zusatz, ohne den Energieschub. Jetzt bin ich gespannt. Wie viel jetzt erreichen? Ja, okay, das macht doch einen großen Unterschied. Gut, Konzentration wäre natürlich viel, viel besser. Ich hoffe, man kann wirklich Fokus-Tambourin kaufen. Ist mir egal, ob es 1500 kostet. Hauptsache, man kann es kaufen, weil... Ganz ehrlich, das ist ein bisschen doof. Also das Item gibt es schon mal, aber dass es verbraucht wird, ist natürlich... Hat jetzt gerade ein Knüppelaffe gegen einen Knüppelaffe gekämpft, oder... Hä? Haben die sich jetzt gegenseitig geschlagen? Finde ich ein bisschen doof, das ist... Da habe ich mich gefreut. Oh, ein Item, vielleicht... kann man das öfters gebrauchen, um Konzentration auf 100 zu bringen. Das war wohl nicht so. Ein Behemoth-Schleim. Lol. Okay. Oder wie heißt er hier? Ach, hier heißt er einfach nur Riesenschleim. Okay. Sind die jetzt One-Hit-KO? Schleime? Oder haben die auch ein Niveau? Oh, die haben sogar mehr Life hier. Also sind die schwerer anzuwenden, wie es aussieht. Okay, dann schauen wir mal, ob wir einen Riesenschlag. Ich probier's nur wirklich in den Einkampf. Oh! Ja, so, genau so wünsche ich mir das. Aber das wäre mal trotzdem nicht geklappt. Alter, die fühlen sich so schnell beleidigt hier in diesem. Ja, in diesem Gebiet hier. Wie heißt es überhaupt? Dunkel? Dunkelreich? Dunkel? Gibt es ja jetzt eigentlich auch einen Teleport dorthin? Ich gucke jetzt einfach mal. Stapelschleim? Schleimritter, ja, den kennen wir nicht mehr, Schleimritter. Teleport. Dunkelwelt nennt sich das, okay. Gut zu wissen. Okay, so ein Stapelschleim. Ah, warte mal, hier ist Ende, ne?
Also hier gibt es wirklich sehr seltsame Viecher. Ich glaube, diese Schleime anzuwerben geht, glaube ich, völlig in die Hose. Ich kann es mal probieren, aber überlebt. Ich glaube, das sind auch nur wenige Prozent, so habe ich das Gefühl. Aber schauen wir mal. Normalerweise tatsächlich. Tatsächlich. Also hier Schleim anzuwerben, nee, keine gute Idee. Kann ich dich irgendwie jetzt schon... Ja, Rang F Monster. Stufe 27 ist das Vieh. Ich probiere es jetzt einfach nochmal mit Ruin. Hätte eigentlich mehr Power. Eigentlich macht das aber auch keinen Sinn, denn... Nee, wir haben mehr Power als zu dritt als ein Einzelner. Gut, hier ist Ende im Gelände. Die hüpfen da. Ich bin durchgegangen. Okay. Aber Patto zu. Ah! Ah, guck einer an. Wem haben wir denn hier? Ich habe das Gefühl, das ist random, das Ganze hier. Da haben wir ja eine Flederkuh. Eine Flederkuh. Komtesse. Was? Du hast nicht getroffen, du Vollidiot. Wollte eigentlich Dingens nicht eine Komtesse haben? War da nicht irgendwas? Ich glaube ja. Naja, gut. Ich glaube, hier werde ich mich wahrscheinlich verirren. Oh, Sleep. Patuzu. Kann man auch. Also viele Monster kann man schon selbst synchronisieren. Also das ist nicht das Problem. Andere wiederum nicht, ne? Ja. Also wer die Liste haben möchte, kann auch durch Synthese viel erreichen. Beelzebub. Was fliegt da oben? Ich hab da irgendwas gesehen. Was fliegt da? Eine Flederkufel flog da? Aber da war noch irgendwas rötlerisch. Da! Eine Fledersau. Komm mal runter. Komm mal runter. Kann man dich irgendwie runterlocken? Nee. Okay, oder? Warte mal, hier. Na komm. Jetzt haben wir ihn. Du bist doch eine Fledersau, richtig? Genau. Okay, die nächste Stufe. Also das wäre jetzt lustig, wenn ich Fledersau bekomme. Wir machen die erstmal weg, die anderen. So. Kann man die wirklich stacken? Aber da steht auch nicht dran. Oh. Wie hoch das, naja, eigentlich wollte ich das anwerben versuchen, aber ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Okay. Das war jetzt dumm. Das heißt, ändern die sich jetzt schon wieder? Ja, jetzt sind schon wieder fast Schakale drin. Okay, das ändert die nach jedem Kampf. Und jedes Mal, wenn man hin und her wechselt, kommen hier neue Kreaturen. Okay, dann gehen wir jetzt da lang. Wird wieder bewacht von Leo. Wie gesagt, ich probiere es jetzt auch gar nicht mehr hier irgendwas anzuwerben. Also ich muss dann wahrscheinlich Level 100 sein, damit ich hier einige Prozente bekomme. Ich muss mal gucken, ob ich wirklich hier
nochmal irgendwie zurück synthetisiere und dann nochmal neu synthetisiere. Ich probiere erstmal was aus. Ich will die schon irgendwie auf 100 bringen, das heißt, ich muss Synthese auf plus 10 bringen. Oh, da haben wir einen zweiten Kristall. Sehr schön. Okay, Ringe müssen noch zwei weitere Ringe wählen. Ja, das weiß ich selber. Vielen Dank dafür. Okay, hier ist Endstation. Hier ist Endstation. Gut. Jetzt bin ich schon wieder in Slime-Welt. Aber das Gute ist, es ändert sich nur der Raum und nicht das komplette Dingen hier. Also die komplette Karte. Das bleibt alles so, wie es ist. Das finde ich gut. Ich bin gespannt, wie Rigor Mortex, wie stark er ist. Ich meine, Rigor Mortex kann man sogar auch synthetisieren. Ich glaube, ich habe schon mal irgendwas gesehen von. So, wir gehen jetzt einfach mal da hinten weiter. Versuchen hier tatsächlich mal Sachen auszuweichen. Höllegator. Ja, kann man auch recht leicht synthetisieren. Haben wir auch bereits. Haken ist schon drin. Wir gehen jetzt einfach geradeaus. Wir gehen so weit geradeaus, wie es nur geht. Ich muss mich auch umschauen, ob hier nirgendwo ein so ein Ding in unserem Kristall ist. Okay, ist Endstation. Aber eine Truhe. Und irgendwelche Statuen, die sehr angsteinflößend aussehen, finde ich. Yggdrasilblatt. Bewegen die sich? Naja, gut. Aber so ein Staple. Nein, lass mich mal bitte. Ich will mal so ein Staple. Staple. Ich hätte gerne so ein Staple. Wie heißen die hier? Einfach nur Schleimstab. Okay. So, kämpfen. Ich versuch's jetzt einfach mal, nochmal einen Schleimstab anzulernen. Ich habe keine Ahnung, wie man den craft. Es gibt ja keine verschiedenen Farben. Es wäre eigentlich am sinnvollsten, ne? Verschiedene Slime-Farben und dann einfach ein Schleimstapel. Man sucht sich einen roten und einen blauen. Dann muss man zwei blaue verbinden, zwei dann roten und den grünen und dann zack, bumm. Dann hat man schon den. Ach, das, ey, ganz ehrlich, hier will keiner kommen. Die sind einfach alle zu doof. Komm in mein Team. Ne, okay. Jetzt. Ne, okay. Okay, ich kann es nochmal versuchen. Ich will es auch versuchen, ganz ehrlich. Ich möchte es versuchen, solange wie es geht. Also 10% reichen eigentlich auch aus, um anzuwenden. Jetzt 1% reicht aus. Muss man dazu sagen. Es dauert halt nur ein bisschen länger. Und irgendwie, weiß ich nicht. Was machst du da? Aurora-Schleier? Kann jetzt auch noch die... Okay, bis jetzt läuft alles ganz gut. 8%. Den ersten Schlag sollte schon eigentlich 10% sein, aber naja. Ach komm schon, ey, das sind viermal. 4 mal 15%, das ist doch fast 100%. Das wäre 90%, glaube ich, gewesen. An
Fünfmal hätte es wahrscheinlich geklappt, ne? Na, egal. Gut. Ach, was war das jetzt? Ich hab's nicht aufgepasst. Ich hab's einfach weggedrückt. Gut, ach, jetzt sind die da drüben. Kann man jetzt einfach durch? Ja, gut. Einfach durchgleiten. So, Schakale. Springschakale. Pseudomatscher. Dann suchen wir jetzt weiter nach den Kristallen. Ja, ich probiere es erst gar nicht, ganz ehrlich. Wir kämpfen und fertig. Ich glaube, wenn man Level 100 ist, ist es viel, viel einfacher. Definitiv. Denke ich mal beim Anwärmen. Ich muss mal schauen, wie ich das mit der Synthese hinkriege. Also erstmal mit dem Slime von dort aus dann wieder gucken, wie komme ich wieder dort zu dem Punkt, wo ich gerne hin möchte.